Nach 16 Jahren hat sich Karen Mioska am Donnerstagabend als dienstälteste Sprecherin von den Tagesthemen verabschiedet. Während sie erst gewohnt souverän durch die Sendung führte, wurde es am Ende richtig emotional. Ja, jetzt geht's mir ein bisschen wie einer Figur aus einem John Fosse-Stück, sagte Karen Mioska zum Abschluss an die Zuschauer und Zuschauerinnen gewandt. Sie fühle sich schwer und wehmütig, dass sie sich nach 16 Jahren verabschieden müsse. Aber sie sei natürlich auch sehr froh, so lange Teil einer Redaktion gewesen zu sein, die versucht, diese Welt zu verstehen und für sie verständlich zu machen. In dieser Welt kippe und erschüttere gerade vieles, etwa der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und existenzielle Nöte. Wie alles mit allem zusammenhängt, das ist wichtig zu zeigen. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Auch die guten Momente für gute Lösungen gehörten dazu. Deshalb braucht es Sendungen wie diese, betonte Mioska und bat darum, den Tagesthemen auch nach ihrem Fortgang treu zu bleiben. Zudem warb sie für ihre Nachfolgerin, seien Sie nett zu Jessie Wellmer, sie ist es auch.